die allerdings ebenfalls gegen totalitäres System, gegen die Vernichtung von Arbeitsplätzen und den Klassenkampf unterwegs ist. Zumindest behauptet diese Gruppe das so. Die sind um 13 Uhr losspaziert. Wir haben im Sinne der Meinungsfreiheit und der Information uns dieses Thema angeschaut. Das Schöne ist, wir sind, obwohl man dort gegen uns demonstriert, mehr. Und nachdem man ja dieser Tage immer sagt, es geht darum, dass es Meinungen und Fakten gibt, habe ich mir die Mühe gemacht, einen ganz kurzen kleinen Schummelzettel zu schreiben, damit ich den Herrschaften nicht Unrecht tue. So, und zwar geht es da quasi um 5 Punkte, und auf die will ich ganz kurz eingehen, bevor wir losspazieren. Also, die Initiative hat dafür gemacht, die GRAS Salzburg, das ist die Grün-Alternative Studentenverbindung. Gut, Hochschülerschaft muss man in diesen Zeiten, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Wir haben ja ganz viel Distance Learning und Ähnliches gehabt. Wer sich zudem meines Erachtens nach einer Regierungspartei wie der Grünen, die im liegen Umfeld verdingt, nichts dagegen hat, dass diese Grünen für grüne Atomkraftwerke eintreten, für die Abschiebung von gut integrierten Teenagern und dergleichen, der hat meines Erachtens nach den grünen Gedanken ohnehin verraten. Aber wie gesagt, so viel dazu. Unterstützt wird das Ganze von diversen antifaschistischen Organisationen. Auch zum Thema Antifa möchte ich jetzt nichts sagen. Ich glaube, da weiß jeder, wie ich dazu stehe. Das erste Ziel, und ich vermute, das ist Ihr wichtigstes, lautet da, nicht mit Nazis auf der Straße laufen. Ich finde das grundsätzlich ganz toll. Ich weiß allerdings nicht, warum die Herrschaft meinen, dass wir Nazis sind, wenn wir gegen Zwangsmaßnahmen, die 1938 eingeführt sind, auftreten. Ich weiß auch nicht, warum man glaubt, dass wir Nazis sind, wenn wir gegen eine Spaltung und Ausgrenzung von Teilen der Gesellschaft sind, wenn wir Menschen wie den Jamaik mithaben, der sage und schreibe ein stark pigmentierter ist, also ein Person of Color, wie das politisch heute korrekt heißt, wenn wir Leute aus der Mitte der Gesellschaft sind. Der letzte Punkt ist, wir laufen nicht, wir gehen spazieren. Aber wie gesagt, Deutsch ist heutzutage beim bildungsfremden, studierten Oberklassepublikum vielleicht nicht mehr so gegeben. Das zweite ist, gegen Rechte auf der Straße ein Zeichen setzen. Da könnte man jetzt meinen, dass damit wieder die Nazis gemeint sind, da wäre die zweite Forderung eigentlich gleich der ersten. Ich glaube aber eher, dass sie gegen die Rechte im Sinne von Rechtsstaatlichkeit, sprich gegen die Grundrechte auf die Straße gehen wollen. Naja gut, dann ist eigentlich auch alles gesagt. Der dritte Punkt ist, Verschwörungstheorien kein Sprachrohr bieten. Ich hätte gesagt, wenn man sich anschaut, dass die Luft dünn wird, inzwischen der Stand zur Schwurbler-Regierung ungefähr 40:1 für die Schwurbler steht, lassen wir das mit der Verschwörungstheorie. Weil alles, was man gesagt hat, was nicht kommt, ist dann doch eingetreten. Maskenpflicht, Lockdown, Lockdown 2, Lockdown 3, ihr wisst es, Impfpflicht, all das war ja quasi nie Thema und es ist gekommen. Also lassen wir das mit den Verschwörungen. Inzwischen wissen wir auch, dass der Gamechanger nicht der Gamechanger ist. Wir wissen auch, dass jetzt quasi nur noch die Impfung vor einem schweren Verlauf schützt. Vor allem anderen schützen sie ja nicht mehr. Aber eine vierte wird trotzdem notwendig. Alles gut. Der vierte Punkt ist dann Solidarität für vulnerable Gruppen in der Pandemie. Nun, liebe GRAS, liebe Antifa, die Pandemie herrscht aktuell nur noch in Österreich. Das restliche Europa hat keine Pandemie mehr. Das heißt, wir sprechen dann im Zweifelsfalle von einer Epidemie. Und ich habe schon mal gesagt, die einzige Epidemie, die wir in diesem Land haben, wo die Zahlen wirklich exponentiell gestiegen sind, ist tatsächlich die Dummheit. In diesem Sinne hätte ich gesagt, die Wirtschaft haben wir an die Wand gefahren. Es sind inzwischen mehr Menschen an Corona verbrochen als gestorben. In diesem Sinne hätte ich gesagt, lassen wir das mit der Solidarität für die vulnerablen Gruppen mal so stehen. Und ich hoffe, diese jungen Menschen von der GRAS und von der Antifa stehen auch für jene Bürger auf, die heutzutage ihren Job verloren haben oder kurz davor stehen, die sich das Leben nicht mehr leisten können aufgrund einer Teuerungsrate, die nicht, wie man uns vorgaukeln will, mit einem Krieg in der Ukraine zu tun hat, sondern die ein klares Produkt von 2 Jahren chaotischer Corona-Politik sind. Aber wie gesagt, die vulnerablen Gruppen haben sich inzwischen ausgedehnt. Wir reden nicht mehr von den Alten, die schützenswert gewesen wären, sondern wir reden inzwischen von der gesamten österreichischen Bevölkerung. Und der letzte Punkt, und das ist ein sehr schöner, auf aktuelle, seriösen Konsens der Wissenschaft hören. Was jetzt die Wissenschaft ist, möchte ich im Schatten des Doms gerne erklärt haben.
weil man hat ja auch schon Menschen wie Galileo Galilei erklärt, dass sie quasi nicht die Wissenschaft vertreten. Später hat man ihnen dann Recht gegeben. Wenn man sich anschaut, was Bakte über die Spike-Proteine und das Thromboserisiko gesagt hat und sich anschaut, welche akademischen Titel dieser Mann hat, dann hätte ich gesagt, dann dürfen die Herrschaften von der Gras noch ein bisschen studieren, während er sie ihn deduzieren. Dasselbe gilt für quasi einen Professor Steg oder Dr. Steg und dergleichen. Also ich glaube, wir sind die, die durchaus auf die Wissenschaft gehört haben oder hören. Und wie gesagt, das Mischungsverhältnis Recht zu Unrecht steht inzwischen ungefähr 40 zu 1 für uns. Und deswegen gehen wir auch jetzt wieder für das Recht auf die Straße. Danke für alle, die da sind. Und auch danke für die Exekutive, bei der ja quasi inzwischen auch ein bisschen Unmut herrscht.